Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Whispered World. Beim letzten Mal sind wir aber stehen geblieben, so ein bisschen Zeugs zu machen. Wir haben uns gerade diesen Durchgang da aufgemacht und brauchen jetzt immer noch eine Heckenschere, um irgendwie zu... Wie hieß sie nochmal? War schon lange her, seitdem ich zum letzten Mal gespielt habe. Außerdem haben wir Bomben gekriegt. Hier in diesem Wohnwagen hängen noch irgendwelche komischen Stromkabel runter, mit denen wir noch nicht viel anfangen können. Ja, Heckenschere brauchen wir noch. Eine Schüssel für das Harz und was weiß ich noch, was es alles gibt. Auf jeden Fall eine Menge Zeug. Ja, Schildkröten haben wir auch noch. Eine Schaufel, ein Messer. Wir können ja mal kurz gucken, ob es zufällig funktioniert. Jetzt will ich ja auch noch meine Katze raussetzen. Kleine olle Schruller. Immer wenn ich anfange aufzunehmen. Oh, okay. Höhle, das war's nicht. Ufer auch nicht. Baum auch nicht. Hier die Ruinen. Ich kann ja mal kurz gucken, ob wir mit einem Messer vielleicht das Gebüsch runterschneiden können. Ach ja, und Spot hat ja diesen Flüsterstein da noch gefressen. Ach ja, okay. Messer, Busch. Na dann mal los. Na, der ist ja Wusste ich es sportlich. doch. Hier hinten führt ein zugewachsener Weg tiefer ins Tal. Shana, ich komme. Shana hieß sie, genau. Gucken wir uns das mal an. Ach, das ist einfach nur ein Durchgang. Na, er kann ja sein Messer gut schwingen. Ach, und er geht da noch ganz hinten durch. Jawoll. Und Sp Komm schon, Spot, nicht trödeln. Ah ja. Steinbrüder. Okay. Hier ist eine Tür. Auch schön. Einfach mal so eine Tür. Ich wette, wir brauchen einen Schlüssel, um durchzukommen. Mal angucken Belebte hier. Natur. Ha, man kann es auch übertreiben. Okay. Na? Was? Wo denn? Ich sehe nichts. Da ist ein Typ im Clownskostüm. Nimm mich nicht schon wieder auf den Arm. Du weißt doch, dass ich mich nicht umdrehen kann. Wer seid ihr? Wir sind Steine. Ach, ist das so? Ja, ich bin Ralf und das da hinten ist Ingo. Er ist mein Halbbruder. Nee, ich bin nicht dein Halbbruder. Ich bin dein Bruder. Ja, aber wir sind zu zweit. Und Bruder geteilt durch zwei, das ergibt Halbbruder. Bist du dir das sicher? Na klar, aber ich kann gerne noch mal auf meinem Rechenschieber nachsehen. Oh, das wäre super. Yep. Halbbrüder, wobei ich mehr Hirn abbekommen habe und du mehr Stein. Und das sagt dir alles der Rechenschieber? Ja, hier steht's. Mann, ich würde auch gerne mal da drauf gucken. So ein Ärger, dass ich mich nicht umdrehen kann. Mann! Die sind ja toll drauf. Was treibt man als Stein denn so den ganzen Tag? Was denkst du denn, was wir tun? Wir tun das, was die meisten Steine so machen. Genau. Wir liegen rum und genießen unser schlichtes Dasein. Das in Ingos Fall besonders schlicht ist. Das klingt fast so langweilig, wie im Zirkus zu arbeiten. Wieso denn langweilig? Wir liegen hier rum, genießen die Sonne und trüben kein Wässerchen. Und wir haben auch keinen geheimen Plan. Die Welt zu unterjochen oder ähnliches. Ingo! Was denn? Es reicht mir langsam mit dir. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Nichts, aber auch gar nichts kannst du für dich behalten. Ich habe doch gar nichts gesagt. Ich hab doch gar nichts gesagt. Es kommt mir wieder vor. Woher sollte ich denn wissen, dass da eine Prinzessin im Käfig sitzt? Mann, ich habe langsam echt genug von deinen Ausreden. Aber du weißt doch genau, dass wir für unseren Plan noch einen Verbündeten brauchen. Eine mit Beinen. Aber doch nicht so ein Grünschnabel. Die Welt unterjochen? Das klingt nach einer Schnapsidee. Eine Schnapsidee? Und wie nennst du dann deine Entscheidung, heute Morgen diese Mütze aufzusetzen? Eigentlich schlafe ich immer in meinem Kostüm. Du bist schon wirklich seltsam. Sagte der sprechende Stein. Und wie wollt ihr die Welt regieren? Na, wie wohl? Mit steinerner Faust. Genau. Oh mein Gott, Jesus. Schön. Immerhin geben sie sich mal, um mir ein paar vernünftige Wortwitze einzubringen. Schön, ich liebe Wortwitze übrigens. Und nur zur Information, ich bin kein Grünschnabel. Siehst du? Er ist kein Grünschnabel. Und ob er einer ist, einer mit einem besonders grünen Schnabel. Für dich sind alle Beinwesen immer gleich Grünschnäbel. Hey Ingo, was ist denn das da vorne? Wo? Wo? Es scheint mir eine saftige Wiese zu sein oder ein großer Laubfrosch. Ich kann es nicht genau sehen. Es leuchtet so grün. Was ist es? Sag schon. Hey, Moment.
jetzt kann ich es doch erkennen. Ja, genau. Es ist sein Schnabel. Habt ihr es bald? Ich wollte mich eigentlich noch von anderen Dingen beleidigen lassen. Eine Wurzel, einen Blätterhaufen. Oh, du willst wohl widersprechen, hm? Du wirst wohl nicht gern für einen Grünschnabel gehalten. Oh ja, ihr habt mich durchschaut. Es ist mir nämlich ausgesprochen wichtig, was zwei Steine am Wegesrand von mir denken. Du könntest uns ja das Gegenteil beweisen. Würde mich sehr wundern, wenn er es schafft. Wir sollten ihm wenigstens eine Chance geben, Ralf. Na gut, dann stelle ich ihm die Fragen. Auch wenn ich mir sicher bin, dass er sich nur blamieren wird. Wir werden sehen. Und ob wir das werden. Ha, bestimmt denkt er sogar, dass Shana ein mystisches Schlangenwesen ist. Aber Ralf, Shana ist doch ein mystisches Schlangenwesen. Unsinn. Shana ist natürlich ein Vogel. Du irrst dich. Möglich. Mich würde aber interessieren, was unser Grünschnabel denkt. Also, wer ist Shana? Ich sag mal ein Vogel. Shana ist ein Vogel. Denkst du das also? Hm? Interessant. Stell ihm die zweite Frage. Ja, da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Wie viele Augen haben mehr Augen? Das ist leicht. Es sind natürlich 9. Du bist ein Trottel, Ingo. Mehr Augen haben natürlich nicht 9, sondern 11 Augen. Die Antwort ist 9. Ich bleibe dabei. Nein, es sind 11. Unser grünschnabeliger Freund wird das auch gleich bestätigen. Also, wie viele Augen hat ein Meerauge? Ich war mir sicher, 3 gezählt zu haben. Ich helfe einfach mal dem zweiten Typen. 11. Das ist deine Antwort? Du hast ihn doch gehört. Stell ihm die dritte Frage. Schon gut, drängel nicht so. Die Frage lautet, wo wohnt Kalida? Ich weiß es, ich weiß es. Sie wohnt in der Mitte des Sees. Quatsch! Kalida wohnt in einer Höhle. Meinst du? Was ich meine, ist irrelevant. Der Clown soll die Frage beantworten. Also, wo wohnt Kalida? Höhle. In einer Höhle. Ha, du bist ja doch ein Grünschnabel. Ich wusste es immer. Okay. Zurück zu eurem Plan. Du hast doch niemandem davon erzählt, oder? Ich habe geschwiegen wie ein Stein. Ich warne dich, Grünschnabel. Mach dich nicht über uns lustig, oder du wirst unseren Zorn zu spüren bekommen. Was wollt ihr machen? Mich zu Tode rollen? Lasst uns nicht streiten. Wir müssen uns auf den Plan konzentrieren. Ach, schön. Nur Spinnereien. Ich denke mal, ich mache alles gleich bis auf die letzte Frage. Mal gucken. Und ob. Aber Unsinn. Du ist möglich. Also. Schade. Denkst in Türkstedt. Ja. Wie das? Du mit mir auf die an. Nein. Unser. Also. 11. 11. Das du hast schon. Ich sieg. Was ich der Kla. Also. Oder ich mache es halt gerade genau andersherum. Ha! Ich wusste. Anscheinend mache ich es immer falsch herum. Bla bla bla. Und. Unsinn. Das heißt, der Typ verrät mir immer die Antwort. Shana. Denkst du da in Türkstedt? Ja. Du mir die Na und als. Und ich muss eigentlich nur bestätigen. Nein, du ich zieh. Was der also? In der Mitte des Sees. In der Mitte des Sees. Ha, du bist ja. Ich. Okay, keine Ahnung, was ich da alles anklicken muss. Soll ich euch mal woanders hintragen? Untersteh dich! Wir lassen uns nicht herumschubsen! Von niemandem! Also, ich hätte nichts dagegen, ein wenig gedreht zu werden. Ich gucke die ganze Zeit auf diesen Felsen dort drüben. Hast du überhaupt keine Würde? Wir sind Steine. Wir brauchen keine Hilfe. Aber Ralf, der Felsen sieht aus wie das Hinterteil einer Kuh. Außerdem liege ich schon seit Jahren auf einem spitzen Stock. Ich mag aus Stein sein, aber ich habe trotzdem Gefühle. Wir lassen uns nicht rumtragen. Und dabei bleibt es. Oh Mann, oh Mann. Wisst ihr, wo ich Shana finde? Shana? Die wohnt in dieser Hütte da hinten. Du Ralf? Mann, wird die sich freuen. Du Ralf? Ich glaube... Sie hatte schon seit Jahren keinen Besuch mehr. Stopp mal, welche Hütte denn? Da steht nur eine Tür. Was? So ein Unsinn. Nein, Ralf. Er hat recht. Shanas Hütte ist eine Ruine. Schon seit langem. Aber... Wie konnte das passieren? Erinnerst du dich an diesen schweren Sturm vor 8 Jahren, 3 Monaten und 25 Tagen? Natürlich, ich bin ein Stein. Ich vergesse nie etwas. Tja, dann erinnerst du dich sicher auch noch an das Erdbeben am nächsten Tag. Und ob? Das war der Tag, an dem meine Termitenfarm kaputt gegangen ist. Verfluchte Erosion.
Dann ist das Haus also einem Erdbeben zum Opfer gefallen? Nein, den Termiten. War klar. Oh Mann, oh Mann. Heißt das, Shana wohnt hier nicht mehr? Nein, nein. Sie wohnt noch hier. Tut sie das? Ja. In der Hütte? Ja. Von der nur noch die Tür steht? Jetzt hast du's. Oh Mann, ich bekomme schon wieder diese Kopfschmerzen. Bis später. Du weißt ja, wo du uns findest. Wir sind Steine. Wir laufen schon nicht weg. Würde mich nicht wundern, wenn die da auf einmal nicht mehr sind. Ja, gucken wir uns das erstmal an hier. Und hier soll Shana wohnen? Wie soll denn das möglich sein? Hallo? Jemand zu Hause? Nichts. Natürlich nicht. Was habe ich auch erwartet? Mal anklopfen. Wenn wir überhaupt klopfen können. Nö. Na, so wird das aber nichts. Was hat er gemacht? Er hat versucht, die Hütte auf dem normalen Weg zu betreten. So ein Grünschnabel. Nochmal. Ach, ui. Hat er es wieder auf dem normalen Weg versucht? Ja. So ein Grünschnabel. Damit soll ich genug machen, vielleicht funktioniert es dann. Kompass. Wie soll man es denn sonst machen? Jetzt hat die Wassergeräusche kurz aufgehört. Okay, das müssen wir uns später nochmal genauer angucken. Eine Idee habe ich noch für was anderes. Will ich mal kurz machen. Oder ob auf der Zunge irgendwas draufsteht. Zwei Augen. Entweder hatten die Menschen, sie hat... Ja, okay. Da sagt uns auch nicht, wie viele Augen das Teil hat. Weil ich sehe nur zwei und das Loch da oben. Naja, egal. Nee, genau hier in der Höhle. Oder bei der Höhle, das ist ja nicht in der Höhle. Diese Schüssel hier. Die ja irgendwie festgemacht ist, oder... Das scheint festhängt. Eine Art Behälter für Opfergaben zu sein. Vielleicht können wir die ja... Ich werde bestimmt nicht rumlaufen und fremde Kultstätten zerbomben. Es reicht schon, wenn mich mein eigener Gott hasst. Ach komm schon. Vielleicht in der Höhle irgendwas? Weil ich ansonsten gerade nicht weiterkomme. Jetzt sind ja wieder diese tollen Pilze. Die Idee ist nicht schlecht, aber ich habe Angst, die Höhle zum Einsturz zu bringen. Vielleicht sollte ich mir doch lieber etwas weniger Explosives überlegen. Okay. Vielleicht einfach mit der Schaufel ein bisschen. Mal sehen. Nein, das Netz ist zu stark. Auf diese Weise komme ich hier nicht durch. Haben wir das Messer noch? Mal sehen. Nein, das Netz ist zu stark. Auf diese Weise... Und wie möchte das man sonst anders machen? Außer... Mal sehen. Mit Bomben? Nein, das Netz ist zu stark. Auf diese Weise... Netz ist zu stark. Mal sehen. Nein, auf diese Weise... Ich muss es wahrscheinlich irgendwie anzünden oder so. Und dafür brauche ich das Harz. Gehe ich mal einfach von aus. Ich bin mir nicht sicher. Achso, hier unten komme ich zurück. Okay. Momentan komme ich nicht weiter. Okay. So, Zirkus, Ufer, Baum, Ruinen. Nicht, dass ich hier irgendwas übersehe. Aber sieht nicht danach aus. Ja, wir haben hier noch dieses Wappen und Moos, aber ich... Moos? Statue, Zunge? Wappen, Loch? War hier nicht noch irgendwo Moos? Ich bin mir relativ sicher, hier war Moos, aber... Ach, oder das war nur so etwas, das wir einmal angucken konnten. Wann müssen wir dieses Rätsel von denen lösen? Gelebte Natur. Ha, man kann es auch übertreiben. Okay, mal gucken. Mit denen reden. Hallo, ihr zwei. Ingo, sieh nur, der Clown ist wieder da. Du kannst mir ja viel erzählen.
Zurück zu... Es war ein... Er will doch nur... Unmöglich. Okay. Und nur zur Information. Wir werden... Und ob wir das... Ha. Bestimmt denkt er sogar, dass Shana an... Aber... Unsinn. Du... Möglich. Also... Ich habe keinen Lassen schon mal. Dann ist es bewiesen. Du bist ein... Ich wusste es. Ah, okay. Zurück. Es war... Er will... Es gibt also irgendwie eine Möglichkeit, da durchzukommen. Möglich. Also... Wir haben schon ausprobiert, alles oben, alles unten. Wir haben ausprobiert bei dem... Alles oben, alles unten, ja. Wir haben schon ausprobiert, beim letzten das andere zu nehmen, was der dann nicht sagt. Das heißt, das zweimal... Beziehungsweise probieren wir einfach alles um. Ja, wie du hast du mehr die... Nein, unser... Also... So, nein. Ja, du... Ich zieh... Was der... Also... In einer... Du bist ich... Ah, Mann. So, jetzt nehmen wir nochmal alles unten. Und du möglich, also... Ich weiß nicht, ob es so gedacht ist, aber ich habe keine Ahnung, wo wir sonst die Lösungen herstellen sollen. Was der Alt... In der Mitte des... Ich hab es hier... Oh, ups. Vergrößere damit die Grenzen unseres Machtbereiches. Tut mir leid. Nur... Bis später. Du weißt ja, wo du uns findest. Jetzt habe ich diesen ganzen Dialog weggeklickt. Oh mein Gott. Okay, aber wir haben gekriegt Steinpulver. Ups. Wo haben die beiden das bloß herbekommen? Wozu ist es überhaupt gut? So verzweifelt bin ich noch nicht. Mit Betonung auf noch. Moment. Das ist bestimmt nur was zu benutzen, ne? Nur womit und warum? Was soll ich damit nochmal machen? Bist du so blöd oder tust du nur so? Du sollst unseren Herrschaftsbereich ausdehnen. Indem du die Welt in Stein verwandelst. Oder zumindest einen kleinen Teil davon. Du hast immerhin nur eine knapp bemessene Menge von unserem Steinpulver. Du musst das Ziel für diesen Anschlag mit Bedacht auswählen. Und was ist ein geeignetes Ziel? Ein politischer Führer. Die Trinkwasserversorgung. Ein Herrschaftssymbol der Weichhäuter. Ein großer Hut. Ein Hut? Hast du sie noch alle? Aber ein Hut ist ein Herrschaftssymbol. Habt ihr es bald? Na gut, dann meinetwegen auch ein Hut. Aber es muss ein großer Hut sein. Was auch immer. Okay. Früher war die Mütze viel spitzer. Vielleicht ist das Steinpulver ja ein guter Ersatz für die verschüttete Stärke. Oh oh, das hat für meinen Geschmack etwas zu gut geklappt. Das wird mir ganz und gar nicht gefallen. Oh. Hehe, wir haben eine Steinmütze. Sprechen wir mal Ben einfach drauf an. Mauszeiger, danke. So. Ja. So. Okay, und jetzt zum Zirkus. Reden wir mal mit Ben oder zeigen ihm die Steinmütze. Wo ist sie? Da. Was hast du denn da? Ist das etwa meine Ersatzmütze? Wie kommst du denn darauf? Diese hier ist doch aus Stein. Auch wieder wahr. Spiel da trotzdem nicht mit rum. Die gehört bestimmt irgendwo zu. Okay, das heißt, wir müssen irgendwas mit dieser Steinmütze jetzt wieder machen. Nur ich weiß nicht was. Nein, ich will mir die... Okay. Was sollen wir denn jetzt als nächstes machen? Wir können ja so viele Orte zu bereisen, haben wir ja gar nicht mehr. Das Ufer, die Höhle. Hier können wir, glaube ich, auch nichts mehr machen, richtig? See. Da werden wir später bestimmt irgendwie zur Insel können. Aber jetzt erstmal nicht. Schlüssel, Totem. Ist mit dem Totem irgendwas anderes? Das habe ich ja noch gesagt. Notfalls werde ich den mir da auch noch angucken. Aber ich glaube, das ist das gleiche wie der hier. Das hier scheint eine Art Kult. Ein Fried von eher. Nee. Ich habe es mir zu. Nee. Und beim anderen kommt der mehr oder weniger das gleiche bei raus. Ich kenne weniger gefährliche Methoden, um meine destruktive Ader auszuleben. Okay. Wir haben noch eine Schildkröte. Oder Schildkröten sind ja eigentlich zwei. Ich habe auch keine Ahnung, was wir damit machen sollen.
Für das Harz brauchen wir irgendein Gefäß.